Also hier gibt es einen Anhänger, schaut lustig aus und der Herr hat jetzt gerade an dem Ding umeinander bastelt. Wie er es gemacht hat, weiß ich nicht. Da muss man halt irgendein Lego-Spezialist sein. Ja, und das ist ein Wagerl-Anhänger und jetzt hat er hier einen Tisch draus produziert. Also ganz geniale Geschichte. Also unglaublich, da muss ich entweder nochmal kommen. Also das ist jetzt ein Tisch, ja. Genau. Sollen wir wieder umbauen? Jetzt schauen wir nochmal zu, genau. Jetzt bauen wir mal rum. Um und rum. Also da kann man schon mal. Und dann hat er hier noch einen Schirm. Das ist geile Geschichte. Man braucht da keinen Spieß, keinen Schirmständer mitschleppen, man braucht gar nichts schleppen, man fährt alles mit dem Wagen her. Und den Sonnenschirm kann man einfach an eine von den vier Ecken anstecken. Also wie immer, schaut ich Spätzle. Das ist genial, das schirbt man einfach rein. Also da hat sich irgendwann noch was gedacht. Ja, da steckt ein Feuer hinter. Das glaube ich. Also ich bin selber so ein Bastler. Und jetzt fahren wir. So, und jetzt haben wir den mal zu, was er hier macht. Lassen wir den Tisch verschwinden. Wenn wir wieder heimfahren, funktioniert das alles ohne Werkzeug, ohne Schrauben. Macht also keine Finger schmutzig. Jetzt kommen die Räder ins Spiel. Die sind alle kugelgelagert. Da haben wir Federung dabei und per Federbolzen lassen sie die. Eine Feder noch? Ja. Wo ist der Federbolzen? Muss ich anschauen. Na, das ist der Federbolzen also zum Orientieren. Ja. Aber sie sind trotzdem federt mit Gummidämpfer. Die Räder. Eine ganz coole Geschichte. Genau. Die Räder sind im Einsatz, jetzt kommt das Vorderrad dazu. Oh, dieses Spezialrad, das ist unbezahlbar normal. Ja, wir haben schon Qualität. Fertig. Jetzt lassen wir den Tisch verschwinden. Und schon haben wir einen Handbau. Hält locker 100 Kilo aus. Ist sehr robust. Und das Ding kann man irgendwo mit der Anhängerkupplung, wir sehen es ja hier, da schauen wir jetzt gleich mal hin, das habe ich vorhin schon gesehen. Also das ist der gleiche, oder? Das ist der ganz gleiche. Und dann hat er hier eine Anhänger, also ganz geniale Geschichte. Jetzt werden Sie es nochmal umschalten, weil das habe ich schon gesehen, das ist ja ganz einfach, weil die anderen, da muss man mal einander tun, das ist ja, da muss man hantieren. Das dreht durch, ja. Das macht man einfach. Der Kugelkopf weg. Achso, das könnte man da dran lassen, aber. Das kann man auch nach oben schwenken. Genau. Die Deichsel kann man auch per Knopfdruck wegmachen, aber so ist das Prinzip fürs das Fahrrad. Oh, oh. Also gut, dass wir hier nochmal die Kurve gegangen sind, da hat sogar Beleuchtung dabei. Ja, und alles gedacht. Für die Motoren sind nötig, die man braucht. Seitlich, vorne und hinten. Das ist ja der Wahnsinn. Und 100 Kilo Zuladung, kein Problem.